Hallo ihr Lieben, heute sind wir mal im Junkerhaus. Ich bin jetzt hier durch den eigentlichen Haupteingang hineingekommen, bin jetzt in der quasi Eingangshalle und von hier kann man schon sehr schön den Aufgang nach oben sehen, die verschiedenen Hölzer, die er verarbeitet hat, zusammengesetzt zu wunderbaren Ornamenten, alles farbig gefasst. Hier im Raum haben wir eine wunderbare Ausstellung, das ist nämlich auch das Atelier oder der Ausstellungsraum. Die Öfen, die wir hier im Haus sehen, die sind fast alle nach Junkers Vorlagen selber nachgearbeitet worden. An den Wänden sind überall Wandvertäfelungen zu sehen, außer an den Stellen, wo die Öfen sind. Dort hat er dann keine Schnitzereien befestigt, sondern hat einfach Muster auf den Putz der Wand aufgebracht. Und was es hier im Raum auch noch gibt, das ist etwas ganz Besonderes, nämlich ein riesengroßer Thron. Also ich weiß nicht, wer von euch so einen Thron zu Hause hat, ich jedenfalls nicht. Aber wenn man sich überlegt, woher hat Karl Junker diese Idee gehabt, einen Thron in sein Atelier zu stellen, müssen wir mal an die Wand schauen. Von diesen Bildern, die auf die Wandvertäfelung drauf gemalt worden sind, gibt es fast 150 Stück im ganzen Haus. Und als Karl Junker seine fast zweijährige Aufenthaltsdauer in Italien nutzte, um verschiedene Dinge anzuschauen, hat er sich unter anderem auch die Ausgrabungen in Pompeji angeschaut. Und dort hat er Skizzen von den Fuß- und Wandbodenmosaiken gemacht und hat dann diese Skizzenbücher mit nach Lemgo gebracht und hat dann einige von diesen Bildwerken in seinem Atelier verwirklicht, umgesetzt. Dort sehen wir eine Person auf einem Thron, feierndes, jubilierendes, trinkendes, fröhliches Volk drumherum. Und das muss er wohl so spannend und so inspirativ und inspirierend vor allem gefunden haben, dass er gesagt hat, das brauche ich auch. Und dementsprechend baute er sich einen eigenen Thron in sein Atelier. So, und wie es in den anderen Räumen im Haus aussieht, das werden wir uns in einem Extra-Filmchen einmal anschauen.